Ja, Leute, es ist wieder soweit und zwar ein neues Set haben wir vor uns, um genau zu sein, das erste Set des neuen Jahres, Amazing Defenders. Ja, erstmal klingt interessant und es ist wieder ein typisches Set, wo eben drei Archetypes drin sind und die gucken wir uns natürlich Stück für Stück an, haben natürlich unterschiedliche Strategien, aber heute etwas ganz Besonderes, denn ich kann euch zeigen, was die Collector's Rares sind, denn hier sind Collector's Rares drin. Ich kann euch hier eben die Werte zeigen. Zunächst einmal, wir haben einmal diese Collector's Rares eben für diesen Archetype, finde ich sehr passend gewählt, sind halt eben mit die wichtigsten Karten des Deckthemas, ebenfalls auch gut gewählt für das andere Archetype, ebenfalls mit die besten Karten des Decks. Und dann auch eben für das letzte Archetype hier auch nochmal die Collector's Rare und auch mit den wichtigsten. Und natürlich noch, wie immer, sind hier auch Karten drin, die hier eben nicht neu sind, sondern eben schon bekannt sind. Und da haben wir einmal unter anderem im Gizmag, sehr nice, Collector's Rare, freue ich mich schon sehr drauf. Und eben auch dann noch Isolde. Und Isolde, freue ich mich auch jedenfalls drauf. Es sieht bestimmt in Collector's Rare ziemlich gut aus. Ja, aber wir wollen das Ganze jetzt mal öffnen, denn wir wollen eben gucken, vielleicht ziehen wir ja auch genau so eine Collector's Rare. Oder eben nicht, aber was erhoffe ich mich hiervon? Erstmal, natürlich muss man gucken, welche Strategie man gerne mag. Wir haben hier nämlich zum einen Maschinen, einmal Ungeheuer, auf Exit basierend, hier auf Zauberkarten basierend und Fallenkarten basierend und hier auf Equip Spells. Also wir haben hier echt verschiedene Strategien und ich persönlich freue mich sehr auf Ungeheuer bzw. die Exit-Strategie. Oh, jetzt haben wir hier alles, oh, nehmen wir mal alles raus. So. Gehen wir hier ein bisschen näher. Denn, falls ihr euch fragt, warum, ich finde einfach, erstmal sehen die ultra süß aus. Schon mal ein sehr guter Pluspunkt. Aber die Effekte sind auch sehr stark. Aber da gehen wir natürlich Stück für Stück drauf ein. Wie immer, wenn wir eben die Karte ziehen, dann gehen wir eben drauf ein. Hier sehen wir auch gleich Gizmag. Bekommt hier nochmal die Feedspell drin. Unerwartet. Passt natürlich. Passt natürlich sehr, wenn eben hier Gizmag in Collector's Rare drin ist. Bewaffneter Beschützerdrache, wusste ich auch nicht, dass sie drin ist. Offene Auslösungskarten, die du kontrollierst, können nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Ja, passt natürlich auch hier super rein, weil, wie gesagt, es gibt hier eben ein Archetype, der auf, ja, eben auf Equip setzt. Und hier haben wir schon die erste Karte eben für das genannte Deckthema. Und das Besondere ist, es basiert quasi auf Schnellzauberkarten. Und das Besondere ist, dass die sich eben an die Exits ranhängen können. Und je nachdem, welche Zauberkarten eben an den Exits dran sind, haben sie unterschiedliche Effekte. Klingt jetzt erstmal kompliziert, ist aber gar nicht so kompliziert. Und wir haben nicht so viele Main-Monster. Bedeutet Main-Monster fürs Main-Deck. Wir haben natürlich Extra-Deck-Monster, aber eben nicht so viele im Main. Hier kommt eins raus. In einem weiteren Set in Zukunft wird noch ein anderes rauskommen. Aber hier jetzt erstmal ist eben nur eins drin. Und genau zu sein, dieser kleine Süße da hinten. Es ist sehr süß. Wir können eben mit dieser Karte zum einen ihn aus dem Deck spezial beschwören, was immer super ist. Und zusätzlich, falls sie an ein Monster rangehangen ist, kriegt sie 300 ATK und Defense. Das ist schon mal sehr gut. Und ebenfalls, bestimme ein Monster auf dem Spielfeld bis zum Ende des nächsten Spielzuges, kann es nicht durch Kampf zerstört werden. Ja. Ja, ist also super. Dann haben wir hier Gizmag. Hätte jetzt eine Collector's Rare sein können, schade. Dann haben wir hier wie das Equip, den Equip-Archetype. Da gehen wir nochmal besser drauf ein, wenn wir eben die Monster ziehen. Hier haben wir schon die erste fürs Maschinenthema. Und hier ist auch schon die erste Maschine. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eines der hochstufigen Monster. Ist aber eben nicht das Boss-Monster quasi. Das Boss-Monster, wenn wir das noch ziehen, dann gehe ich nochmal richtig drauf ein. Denn das ist unglaublich stark, unglaublich stark. Ja, hier haben wir das erste Exit. Sieht halt sehr schön aus. Das Ganze in Collector's Rare, muss richtig hübsch aussehen. Und zwar, sie haben eben folgenden Effekt. Und zwar, dass sie eben, die kann ja zum Beispiel Karten hinzufügen, was schon mal sehr gut ist. Aber wähle einen auf dem Monster auf dem Spielfeld, um die ATK zu halbieren. Und ich habe gerade wählen gesagt, das ist nämlich aber falsch, denn diese Karte wählt nicht. Bedeutet also dementsprechend, die Karte kann einfach Non-Targeting eben hier halbieren, was schon mal sehr, sehr, sehr gut ist. Und anhängen und du kannst Zauber- und Feinkarten wählen und sie zurück auf die Hand geben. Unter gewissen Bedingungen, sehr gut. Zauber- und Feinkarten braucht man haben. Kartenkavalliste hier drin. Boah, die ein Collector's Rare. Das wäre schön. Gizmag. Wir sind ja auch drin. Grenzentferner. Eindämmen. Eindämmen ist die erste Feinkarte eben von diesem Maschinen-Archetype. Und die ist vor allem gut, weil du eben hier einfach, seinen Effekt annullierst. Also es ist quasi eine Permanenz. Sehr gut. Kommen wir gleich noch dazu. Und das erste Super Rare Exit. Und das ist auch sehr gut, denn sie kann folgendes. Und zwar jedes Mal jede Karte auf dem Spielfeld als Material diese Karte anhängen. Also du kannst wenn eine Schnellzauberkarte aktiviert wird, einfach
jene Karte an diese Karte ranhängen und dann, falls du das getan hast, kannst ein Monster auf dem Spielfeld bis zum Ende verbannen. Das klingt jetzt nicht so gut, weil es kommt ja wieder, aber das ist nicht once per turn, nicht twice per turn, sondern third per turn. Also dreimal pro Spielzug können wir ein Monster des Gegners verbannen, wenn wir halt eben eine Quickspell aktivieren. Sehr stark, sehr, sehr, sehr stark, sehr starke Karte, finde ich. Also, es ist sehr interessant. Natürlich muss man daraus ein Deck bauen noch, aber Maschinenduplizierung passt natürlich eben zum neuen, natürlich auch zur Card Coverless, aber passt natürlich auch eben zu den anderen Architekten. Hier haben wir schon hochstufige. Sie haben einen besonderen Effekt, und zwar, wenn sie 5 oder mehr Materialien haben, dann haben sie diesen Effekt auch im gegnerischen Spielzug. Heißt, es geht auch im gegnerischen Spielzug, was sehr, sehr gut ist. Und ich habe gesagt, das ist ein Ungeheuer-Thema. Es ist vollkommen falsch. Das ist ein Feen-Thema. Tut mir auf jeden Fall leid. Und zwar, sie kann folgendes. Was war das nochmal? Genau. Du kannst 2 Materialien von dieser Karte abhängen und dann eine Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert oder die sich im Friedhof befindet. Lege sie unter das Deck. Dies ist ein Schnelleffekt, falls du ein Stufe 1 Monster als Material hast. Was sehr gut ist. Und wir können sie einfach speziell beschwören, indem wir ein Monster des Rangs 2 oder mit 5 oder mehr Materialien verwenden. Das heißt, wir können sie einfach eben auf ein anderes drauflegen. Das heißt, der hat zum Beispiel 5 Materialien, können wir ihn einfach drauflegen. Ich hoffe, ja natürlich, dass wir noch den kleinsten. Weil dann kann ich euch das mal genau zeigen. Ja. Aber ihr seht, ist krass. Hier können wir einfach mal eben verbannen bis zum Ende des Spielzuges. Und mit ihm können wir halt eben einfach unter das Deck legen. Was schon sehr, sehr stark ist. Auch neu hier drin. Passt natürlich. Dann haben wir hier die Karten für die Equips. Da haben wir auch ein S-Monster. Rettungs-S. Sehr gut. Ist hier drin. Und eben One für One. Passt natürlich auch sehr gut. Weil wenn wir Karten ziehen, werden wir sehen, warum das hier passend drin ist. Weiter geht's. Dann haben wir die erste Equip-Spell. Und wie gesagt, ich habe gesagt, hier ist ein Equip-Archetype drin. Und sie sagt folgendes: Rüste eben an einer Themen eigenes Monster aus. Das ausgerüstete Monster kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Das ist schon mal ganz gut, ne? Ein guter Effekt erstmal. Falls ein oder mehr Monster spezial schon von der Spielfeldseite deines Gegners beschworen werden, außer des Demstep, kannst ein Monster, das du kontrollierst, und ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, wählen, gib sie zurück auf die Hand. Ist ganz nett. Aber, was hier richtig nett ist, es gibt hier ein Ritualmonster in diesem Deck. Und dieses Ritualmonster hat es in sich. Wir können ja mal jetzt so, mal eben auch Spaß nebenbei, die Ausrüstungszauber kannst du zur Seite legen und zählen, wie viele verschiedene es gibt. Das ist nämlich sehr wichtig. So, weiter geht es mal. Oh, passt natürlich sehr gut. Exit-Wiederbelebung passt auch sehr gut halt eben für natürlich Exit-Thema. Dann haben wir die Field-Spell eben von diesem Archetype. Ihr seht, ich glaube, ich habe so einen kleinen Favorit hier drin. Kann man, glaube ich, sagen, dass ich einen Favorit drin habe. Und zwar, dein Gegner kann eben die Themen eigenen Monster kontrollieren, in dieses Spielzug, indem sie als Spezialbeschwörung beschworen werden, nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Schon mal sehr, sehr gut, das eben, so unter anderem für ein Permanent oder so, aber auch eben für andere Karten. Ein pro Spielzug, falls ein oder mehr deiner Themen auf den Exil-Monster kontrollierst, das Spielfeld durch einen Karten des Gegners verlassen haben, beschwöre ein Themen eigenes Monster der Stufe 1 der Spezialbeschwörung vom Deck oder Friedhof. Ein pro Spielzug während der Endphase, du kannst eben ein Exil-Monster auf dem Spielfeld wählen, hänge eine Schnellzauberkarte vom Deck oder Friedhof als Material an. Das heißt, sie hilft uns eben, Material mehr zu generieren und sie ruft uns eben und das ist schon mal sehr gut. Und sie holt uns eben unser Level 1 zurück aus dem Deck und das ist sehr, sehr gut, denn der aktiviert sich bei normaler Spezialbeschwörung. Heißt, wir können sofort eben aufgrund der Field Spell sofort ein neues Exit rufen. Unsterblicher Phönix, Gerfried, ja, was soll ich sagen, ist eine super gute Karte, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, passt natürlich zu Equip. Ja, immer wo equipped sind, da ist auch ein Gerfried nicht weit. Kann man eigentlich so sagen. Wieder die Fieswell. Sehr gut, haben wir schon 2. Wieder ein Equip. Wir zählen die mal. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt auch noch die passenden Monster ziehen. Da haben wir schon die Ritualzauberkarte. Also, kommen wir gleich drauf zu. Der auch natürlich super. Und noch ein Gerfried. Ich vermute mal, ich weiß natürlich nicht, dass eben Gerfried eventuell auch noch eine Collector's Quest drin ist. Denn ich kenne nicht alle Collector's Quests. Auch wenn wir schon viele am Anfang gesehen haben, wir kennen nicht alle. Gizmic, sehr nett. Löschen, das ist, das ist die Gegenkarte. Wir haben ja schon das unter anderem Impermanence, aber wir haben jetzt hier ebenfalls eine Karte, die zerstört. Das heißt, wir haben eine Zerstörungskarte und eine Impermanence, was sehr gut ist. Passt auch super hier rein natürlich. Und wir haben den flammenden Ritter hier drin, was sehr gut ist. So, okay, Map ist hier drin, Karte ist hier drin, das ist gut, das ist sehr gut.
Dann haben wir eben die Falle, auch ebenfalls für das, den Feen-Archetype. Und zwar wähle ein themeneigenes Exceed-Monster, das kontrollierst, beschwöre ein themeneigenes Exceed-Monster mit einem unterschiedlichen Rang als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck. Und da haben wir auch das zum Beispiel. Also wenn wir eben sie auf dem Feld haben, Effekte genutzt haben, können wir auch sie aktivieren, können ihn wählen, können ihn dann rufen, haben ihn, jetzt können wir halt zwei Materialien abhängen, wenn eben noch der Level 1er dran ist. Und dann haben wir hier eben doppelte Interruption, was sehr, sehr gut ist. Und zusätzlich ist sie noch sehr gut, denn wir können eben drei Monster auf Friedhof wählen, mischen sie ins Deck. Das heißt, wir können hier auch nochmal eben unsere Ressourcen recyceln, was natürlich tippitopp ist. Weil, ja, brauchen wir natürlich. Und, die Schönheit ist schon da. Ja, das nächste Exit Rang 2. Sie sagt folgendes. Und zwar eben, dass sie wieder auch die Schnellzauberkarten an sie ran kann. Das ist auch gut. Du kannst ihren Spielzug, genau, anhängen. Dann, falls du das getan hast, kannst du die Kampfposition von einem Monster ändern, das dein Gegner kontrolliert. Hier ist also die Kampfposition. Kann natürlich relevant sein, definitiv. Weil, ja, Monster in Angriff- und Verteidigungsmodus. Kannst nicht mehr angreifen, den Zug quasi. Ja, das ist schon mal sehr gut. Nochmal eine Map. Also Maps kann ich gerne drei haben oder mehr. Dann haben wir nochmal die Ritual. Ich hoffe, wir ziehen das Monster. Nochmal die Falle. Okay. Oh, meine Freundin. Oh, es ist so schön. Auch von Artwork. So, das ist eine permanente Zauberkarte. Ich habe jetzt auch gesagt, es geht um Schnellzauberkarten, aber das ist jetzt noch eine permanente. Und sie sagt folgendes, du kannst 500 Lebenspunkte zeigen. Zeige drei verschiedene Themen eine Karte von Deck vor, außer sie und dein Gegner bestimmt zufällig eine. Das heißt, sie sucht uns was. Wir können auch dreimal die gleiche Karte wählen, also von daher kriegen wir dann garantiert die, die wir brauchen. Sehr gut. Ja, das ist schon mal das Erste. Zusätzlich wird der Rest ins Deck gemischt. Falls ein oder mehr themeneigene Exceed-Monster, die du kontrollierst, durch die Karte eines Gegners verlassen, selbst während der Damage Step, du kannst deine Hand bis zu drei Schnellzauberkarten mit unterschiedlichen Namen von Friedhof hinzufügen. Das heißt, sie sorgt dafür einfach, dass wir eben vom Friedhof die Karten bekommen. Finde ich super. Also, ich will das. Es sind einfach mein Lieblings. So, wir sind noch gar nicht so groß auf den Maschinen-Archetype eingegangen. Das liegt auch daran, weil wir eben noch nicht das passende Monster gezogen haben. Wir wollen das passende Monster dafür ziehen. So, Gizmag. Dann haben wir nochmal hier Erinnerung und 1-for-1. So, 1-for-1 haben wir schon. Passt natürlich. Wie gesagt, ne? Feen ist Level 1. Ich glaube, für die Maschine ist sogar auch Level 1. Da haben wir die erste Erinnerung. Erinnerung ist sehr, sehr stark. Denn sie sagt, der Monster kann so oft angreifen, wie sie eben diese Karte als Exil-Material hat. Plus 1. Heißt, also wenn sie equipped ist, schon zweimal darf das Monster angreifen. Schon mal sehr gut, ne? Das ist natürlich nicht schlecht. Ebenfalls holt sie wieder eben Monster aus dem Deck. Auch tipptopp, also schon mal sehr gut. Ja. Und sie kann einmal vor Zerstörung schützen. Also eine wirklich gute Karte eben für das ganze Thema. Weiter geht's. Gizmag. Da haben wir jetzt wieder. Da haben wir Wasserkanone. Das ist nicht den ich eigentlich haben wollte. Genau. Er kann uns eben unser themeneigene Monster vom Friedhof Spezial beschwören. Ist nett, aber ihr wisst noch gar nicht, warum wir das Ganze machen wollen. Warum gibt es zum Beispiel eine Zerstörungskarte? Warum gibt es eine Monster-Effekt-Annullier-Karte? Und warum können wir vom Friedhof Spezial beschwören? Ich hoffe, wir ziehen es. Ich hoffe, wir ziehen es. Und dann kann ich es natürlich ganz in Ruhe eben erklären. Kankerwollist. Und wir haben hier, wir haben das erste Equip-Monster. Ja, wir sind natürlich Krieger, ist irgendwie klar. Also eigentlich, es gibt selten, glaube ich, einen Archetype, der irgendwie mit Equip zu tun hat und irgendwie nicht Warrior ist. Egal. Ja, sie haben nämlich alle einen Effekt. Und zwar der Effekt ist, immer wenn du Schaden kriegen würdest, würde dein Gegner den Schaden kriegen. Aber das geht nur, das ist immer so. Genau. Kann nicht kampfzerstört werden. Nur wenn sie equipped ist. Dann kann sie natürlich kampfzerstört werden und der Gegner hält eben den Schaden. Und du erhältst keinen. Sehr gut. So, wir waren aber da auf Ritual. Wir warten da auf das Ritualmonster. Ich weiß nicht, welche Seltenheitsstufe das Ritualmonster hat. Apropos Ritual, hier ist die Ritualzauberkarte. Ich hoffe, wir haben ein Rettungsarztmonster auch. Er hier ebenfalls beschwört ein Monster-Spezial von deiner Hand. Also er ist hier für die Hand zuständig. Aber wir hoffen, wir ziehen noch das Bossmonster, was eben, Impuls, das ist sehr, sehr gut. Denn, okay, das ist schon eine sehr gute Karte. Denn sie sagt folgendes, und zwar, falls dein Gegner einen Monster-Effekt auf dem Spielfeld aktiviert, dann dürfen wir einfach ein themeneigenes Monster spezial beschwören aus dem Deck, indem wir sie von der Hand oder Feld tributen. Unglaublich starker Effekt. Heißt, Gegner fängt an, er macht halt Monster-Effekt auf dem Feld, wirkt Design-Effekt und können damit direkt unser Boss-Monster holen. Was wir hoffentlich ziehen. Sonst erkläre ich euch gleich, was das Boss-Monster kann. Ich lasse euch jetzt nicht aufs Video gehen, ohne dass ihr nicht die Information kriegt, was dieses Boss-Monster kann. Aber wir wollen das Ganze ziehen. Wir haben hier den nächsten hochstufigen, aber nicht den ganz hochstufigen. Wie gesagt, kann ja auch theoretisch das Collector's Rare hier drin sein. Dementsprechend sind wir gespannt, ob wir das eben schaffen. Oh.
neue Equip, ich glaube, die hatte ich noch nicht. Doch, die hatte ich schon, okay. Wichtig, wie gesagt, wir wollen die Equips jetzt rauslegen, falls wir das Ritual... das ist ja gut. Also, ich freue mich. Ich will zwar irgendwie auch das Bossmonster von den anderen Archetypes ziehen, aber ich freue mich halt irgendwie gerade doch mehr über die Feen. Oh, Erinnerung. Hatten wir aber schon, ne? Genau, ist so viele Male angreifen. Plus eins, was halt wirklich gut ist. Oh, retten. Okay, da haben wir die nächste Ultra-Wehr. Und nächste Ultra-Wehr ist retten. Und sie sagt folgendes, und zwar wähle ein Rettungsass-Monster in Friedhof. Und falls du Rettungsass-Hydrant kontrollierst, kannst du stattdessen ein Monster in den Friedhof seines Gegners wählen. Beschwöre es als Spezialbeschwörung auf deiner Spielfeldseite. Ja, denn sie sind eigentlich, diese Archetype funktioniert besonders gut, wenn eben der Hydrant auf dem Feld ist, den wir natürlich auch noch nicht gezogen haben. Dann können halt die Zauberkarten quasi mehr. Und das Besondere ist, sie heißt zwar retten, aber zählt trotzdem noch als Rettungsass-Karte. Das bedeutet also, das kann relevant werden und hat vielleicht was mit dem Bossmonster zu tun. Weiter geht's. So, und zwar, die hatten wir auch schon. Da muss ich euch leider enttäuschen. Die hatten wir schon. Dann Eindämm haben wir auch schon. Die haben wir auch schon equipped. Okay, Segen passt natürlich und dann der flammende Ritter. Schade. Ich wünsche, ich würde noch. Das ist was. Das ist Exit. Glücksgefühl! Und die Karte ist auch richtig gut. Also wir haben schon gesehen, hier, Finsternis, guten Effekt, ne? Definitiv guten Effekt. Licht kann folgendes, und zwar, sie ist quasi das Gegenstück, hat sehr viel Verteidigung, ist halt eben, um den Gegner zu interrupten. Diese Karte hat sehr viel ATK und basiert auch dementsprechend darauf. Und zwar, du kannst ebenfalls sie beschwören, indem du einen Rang 2 mit 5 oder mehr Material verwendest. Wie gesagt, funktioniert halt auch. Während der Main Phase, du kannst ein Material von dieser Karte abhängen und falls du dies tust, annulliere bis zum Ende des Spielzugs die Effekte aller offenen Monster, die dein Gegner kontrolliert. Ja, dein Gegner kann weder Karten noch Effekte als Reaktion auf die Aktivierung dieses Effekts aktivieren. Das klingt sehr mächtig. Es ist sehr mächtig. Das heißt, wir können einfach hier komplettes Feld alle Effekte annullieren. Und jetzt kommt es nämlich. Falls du ein themeneigenes Monster der Stufe 1 als Material hast, ist das Ganze... Genau. Das kann, wenn der eine Stufe 1 hat, kann dein Gegner eben nicht darauf reagieren. Etwas unglaublich Starkes während deiner Mainphase. Heißt also, wir können hier ihn rufen, alles negieren. Und ja, ist quasi wie Dark Ruler. Nur immer als Monster. Sehr, sehr stark. Das heißt, der Gegner muss quasi schon das Monster verhindern, weil sonst wird das Ganze eben schwierig für ihn, weil seine ganzen Monster-Effekte weg sind. Den hatten wir auch schon. Pummelig. Auch sehr, sehr süßer Name, muss man an dieser Stelle sagen. So, wir haben noch 5 Booster. Nochmal Map. Dritte Map. Tipptopp. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dritte Map. Und Impuls. Der zweite Impuls. Auch, wie gesagt, ganz cool. Aber wir wollen unser Bossmonster ziehen. So, komm. Und, Himmelstor, das ist eben die Field Spell des Equips Archetypes. Das heißt, wenn du Monster kontrollierst, die ausgerüstet sind, muss dein Gegner angreifen. Ich habe ja schon gesagt, dass den Schaden der Gegner ja erhält, von daher passt das Ganze natürlich. Und falls ein Thema als Monster kämpft, kann der Gegner bis zum Ende des Stem-Step weder Karten noch Effekte aktivieren. Heißt also hier, der Gegner kann nicht darauf reagieren, was sehr, sehr gut ist. Und du kannst eine Ausrüstungskarte, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen. Es kann sofort nochmal angreifen, also das Monster dann. Das heißt, wir können jetzt zweimal angreifen. Also passt eben für den Archetype wirklich sehr, sehr gut rein. Also wirklich gut rein. Ups, habe ich halb schon hier das Booster komplett zerrissen. Kartenkavallerist und noch eine Map. Sehr gut. Und nochmal Harry. Schade, dass wir hier nicht das Ritualmonster ziehen. Obwohl, ja. Okay, ich bin ein bisschen verpeilt, weil streng genommen brauchen wir das Ritualmonster gar nicht. Es reicht die Ritualzauberkarte. Gehen wir gleich nochmal in Ruhe ein. Und Feuertanz, eine neue Ausrüstungskarte. So, wir sehen jetzt hier schon, wir haben hier schon auf jeden Fall 3 verschiedene Ausrüstungskarten. Und zwar, die Ritualzauberkarte sagt, falls wir eben sie benutzen, dann können wir so viele Karten auf dem Spielfeld zerstören, wie wir verschiedene Equips im Friedhof haben, 3 jetzt zum Beispiel, dann dürfen wir 3 Karten auf dem Spielfeld zerstören, targetet nicht und der Gegner kriegt 1000 Schaden für jede zerstörte Karte. Heißt, 3 Karten zerstören, Non-Targeting, 3000 Schaden und wir rufen das Ritualmonster. Es ist nicht das Effekt des Ritualmonsters. Das heißt, der Gegner kann nicht eben das Ritualmonster einfach negaten und dann funktioniert das nicht. Nein, wir können das einfach so machen. Also sehr, sehr stark. So, und letztes Pack. So, komm. Jetzt noch das Bossmonster. Das wäre perfekt.
Jetzt noch das Bossmonster. Jetzt das Bossmonster. Ah, schade. Ja, aber warum ist das wichtig, dass eben die alle so heißen, dass sie so behandelt werden? Denn das Bossmonster sagt Folgendes, und zwar, wir können so viele Zauber und Vanguard aus dem Deck setzen, wie wir wollen, die themeneigene Namen haben. Heißt, wir können die hier setzen. Das heißt, wir können einfach mit dem Bossmonster 5 Karten eben setzen, darunter eben die Annullierungskarte, darunter auch die Zerstörungskarte, was wirklich ziemlich gut ist. Ihr seht, alle drei Decks haben komplett verschiedene Strategien, aber sehr interessant. Für mich persönlich Glücksgefühl, denn ich mag das Thema wirklich sehr. Wir haben leider nicht das Level 1 am Monster gezogen, was wirklich schade ist, aber vielleicht habt ihr es ja gezogen oder könnt es demnächst ziehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank nochmal an Konami, dass ich das Ganze früh öffnen darf. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich mag es, wie gesagt, ich glaube, ich hole mir das komplette Deck. Ich mag den Archetype wirklich sehr, denn es hat wirklich Potenzial und wie gesagt, bekommt noch ein zweites Level 1 Monster. Heißt, noch mehr Monster, womit wir noch einfacher in unsere Exits gehen können, was sehr, sehr gut ist. Aber wie gesagt, ich wünsche euch jetzt natürlich, wie immer, viel Spaß beim Duellieren und bis bald!